Ich will die nächsten 20, 25 Minuten einmal dazu nutzen, über nachhaltige Software zu reden. Und zwar, was nachhaltige Software natürlich auch in Bezug auf Effizienz, Performance, aber auch auf Wartbarkeit bedeutet. Dafür eine kurze Vorstellung zu mir. Wie eben schon angesprochen, mein Name ist Jens Altmann. Ich bin seit über 18 Jahren professionell im Software Engineering unterwegs. Vor 30 Jahren habe ich meine ersten Softwareprogramme geschrieben. Man kann, glaube ich, sagen, dass ich technology addicted bin. Ich lebe tatsächlich auch Technologie, habe Firmen gegründet, sitze in Advisory Boards. Und jetzt, wie gesagt, aktuell in der Interimsrolle und bin auch als Speaker und Trainer unterwegs, unter anderem auch Referent, Dozent an Bildungseinrichtungen. Aber das ist, glaube ich, für das Thema gar nicht so wichtig. Ihr findet mich auch bei allen gängigen sozialen Medien. Da wir hier im Businessbereich sind, würde ich einfach LinkedIn vorschlagen zum Vernetzen und Austauschen. Und da findet man auch ein bisschen was, wenn man meinen Namen googelt. Ich bin nicht der vom Bodensee, der Schönheits-OPs macht, sondern ich bin der ITler, wenn man Jens Altmann sucht. Aber ich glaube, zu mir findet man ein bisschen mehr. Zumindest im Internet. Und wir beginnen das Thema mit einer Aussage von Bill Gates, die jeder kennt, die jeder schon mal gehört hat und jeder darüber geschmunzelt hat. Ich finde sie gar nicht so zu schmunzeln. Denn die Frage war damals, die Bill Gates gestellt hat, als er die nächste Erweiterung des Personal Computers vorgestellt hat, die er vielleicht mehr oder weniger als Kopie von jemand anders übernommen hat. Who in their right mind would ever need more than 630k of RAM? Und das ist eigentlich eine Frage, die wir uns auch heute noch stellen müssen. Denn wer kennt denn dieses Gerät hier? Eine Datasette, beziehungsweise ein Abspieler für Dataset. Damals hatte man die Möglichkeit, auf ganz normalen, handelsüblichen Kassetten tatsächlich Daten zu speichern. Diese wurden abgespielt und mit Vor- und Zurückspulen konnte man Programme starten, meistens Spiele. Das war übrigens auch genau der Grund, weswegen ich das erste Mal mit der Programmierung in Berührung gekommen bin. Um das zu starten, musste man Befehle eingeben. Es gab so ein Standard Basic auf dem C16 und C64 damals. Damit konnte man die 80 mal 25 Pixel relativ einfach in unterschiedlichen Farben darstellen. 16 an der Zahl waren es damals. Ja, es hat damals tatsächlich gereicht. Und das waren auch meine Anfangsstunden. Aber die Frage ist natürlich, was hat das jetzt alles mit nachhaltiger Software zu tun, beziehungsweise was ist nachhaltige Software? Wir haben es eben schon in einem leicht geänderten Zitat gehört. Effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen, in diesem Aspekt natürlich durch Software. Das heißt, wie können wir die vorhandene Software so schreiben, dass die Ressourcen optimal genutzt wird? Denn irgendwann gab es mal diesen Zeitpunkt, an dem beispielsweise neue Spiele auf Grafikkarten der nächsten Generation schon entwickelt wurden und Grafikkarten verpflichtend mit diesem Spiel verkauft wurden, weil sonst die Grafikkarten gar nicht mehr die Leistung hatten, um die Spiele darzustellen. Etwas, das schon sehr zeigt, dass irgendwann die Softwareentwicklung in eine Richtung gegangen ist, die eher auf Verschwendung als auf Nachhaltigkeit ging. Das musste immer alles schneller, größer und besser sein. Ja, und Zitat von mir: Nachhaltige Softwareentwicklung beginnt eigentlich schon bei der Reduzierung der Laufzeit. Und damit kommen wir eigentlich auch auf die Anfangsthese des Vortrags zurück, nämlich nachhaltige Softwareentwicklung ist oftmals gleichzusetzen mit effizienter, aber auch mit performanter und dadurch natürlich auch wartbarer Software. Aber warum ausgerechnet jetzt, dass wir dieses Thema betrachten? Denn eigentlich ist es komisch. Ich zeige hier einen Screenshot aus dem Jahr 2014. Da gab es eine Publikation vom Bundesamt für Umwelt, nämlich vom Umweltbundesamt, in dem es darum schon ging, nachhaltige Software zu ergründen. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass eine Behörde oder ein Amt, bevor das Thema überhaupt in der Wirtschaft angekommen ist, bereits sein Thema behandelt hat. Ich glaube, das ist eines der wenigen Themen, wo das überhaupt der Fall jemals war. Weil bisher die Wirtschaft sich tatsächlich gänzlichst dessen verschlossen hat, aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann gab es noch dieses Paper aus dem Jahr 21. Einige kennen es, das ist ein Screenshot aus diesem Paper. Da wurde einfach mal eine Gegenüberstellung gemacht, welche Software mit dem gleichen Algorithmus wie viel Energie verbraucht, wie viel Zeit verbraucht und natürlich auch das Fenster jetzt war, wie viel Memory es verbraucht. Und wir sehen halt, dass für die gleichen Programme, je nach verwendeter Programmiersprache, die Laufzeiten zum Beispiel um einen Faktor 8 von 82 höher sind oder die verbrauchte Energie sogar um einen Faktor von 80. Und wenn wir uns die langsamsten Sprachen angucken, beziehungsweise die Sprachen mit dem größten Energieverbrauch, dann fallen davon ziemlich viele Sprachen auf, die heutzutage sehr, sehr, sehr gehypt werden und natürlich gerade im Bereich der KI und AI,
wie zum Beispiel Python, sehr, sehr, sehr verbreitet sind, weil es dafür die meisten Libraries gibt. Und in der Abstract zu diesem Vortrag hatte ich ja geschrieben, dass eine Suche bei Google durchschnittlich 7 Gramm CO2 verursacht. So ist es so, dass eine Abfrage bei ChatGPT wohl aktuell ca. $1 kostet. $1 bedeutet natürlich, die Daten aufbereitet. Man kann es nicht genau in CO2-Verbrauch aufschlüsseln, aber die ganze Datenaufarbeitung und die Sammlung der Daten hat natürlich einiges an Energie gekostet und auch die kontinuierliche Weitertrainierung der Datensätze kostet natürlich auch enorm viel Energie. Ob das die Zukunft ist, wird uns die Zukunft zeigen tatsächlich. Die meistgestellte Frage ist, was kann ich als Entwickler tun? Und damit kommen wir jetzt kurz in den praktischen Teil, weil ich möchte wirklich für das Thema sensibilisieren. Man könnte da jetzt tagelang drüber reden, was sind Optimierungsmöglichkeiten. Aber vielleicht entdeckt ihr ja direkt irgendwelche Pattern, von denen ihr sagt, die kann ich direkt umsetzen, die kann ich mit in meine Firma nehmen oder die kann ich verantwortungsvoll dann weiter kommunizieren, gerade auch wenn man im Bereich Consulting unterwegs ist. Und das erste Beispiel ist aus dem Bereich JavaScript. JavaScript, jeder benutzt es heutzutage. Es gibt Backend-Formate, asynchron, synchrone Verarbeitung von Daten. Frontend sowieso ist JavaScript nicht mehr wegzudenken in Interaktion. Der einzelne Nutzer mit den Webseiten oder mit den Apps ist einfach essentiell. Es muss immer schön und toll aussehen. Und jeder kennt diese 4 unterschiedlichen Konstrukte, um über eine Liste, über ein Array oder über Objekte zu iterieren. Man kann das klassische for each, man hat die klassische Vorschleife, man hat die Iteration über die einzelnen Elemente mit for off und for in. Dinge, die jeder Entwickler jeden Tag gefühlt 100 Mal einsetzt, weil man immer über irgendwelche Datenstrukturen drüber iterieren muss. Die Frage ist jetzt, welches dieser Logiken oder welches dieser Anwendungen ist dann eigentlich die schnellste? Ich habe es einfach mal unabhängig über JS Bench tracken lassen. Dort haben auch ganz viele andere Nutzer entsprechend einmal aus ihrem Browser heraus die Performance tracken lassen. Und man sieht halt sehr stark, dass das Oldschool, langweilige und lahme, angeblich lahme For definitiv das schnellste Ergebnis liefert. For each ist nahe dran, aber wenn man ein bisschen mit Compiler Entwicklung unterwegs ist, versteht man auch, dass for each einfach ein bisschen mehr Overhead ist und langsamer ist. For off aufgrund des Zugriffs einzelne Indexe und for in ist halt deutlich, deutlich langsamer. Nichtsdestotrotz sind es oft und gern genutzte Techniken, gerade wenn man über Objekte mit Attributen oder Key-Values iteriert. Ja, man sieht aber, dass es eben im Faktor 20 im Vergleich zu einer for langsamer ist. Ja, ein weiterer Punkt ist das Ganze. Also ich zeige jetzt unterschiedliche Sprachen, weil man kann es wirklich in jedem Bereich adaptieren. In Java ist ganz modern mit Java 8, wurden Streams eingeführt. Man kann endlich funktional in Java programmieren. Ganz groß gehypt, die totale Möglichkeit, einfach lesbaren Code herzustellen. Wenn wir uns aber einmal die Performance vergleichen und anschauen, was denn die durchschnittliche Zeit über ein Array, über Streams zu filtern oder zu suchen ist, im Vergleich zu einer einfachen Loop wie einer For-Loop, dann sehen wir halt auch hier, dass mindestens Faktor 3 langsamer ist und abhängig von der Komplexität, das heißt der Verkettung unterschiedlichster Filterregeln, wird es natürlich deutlich langsamer. Auch dort, wenn man im Compilerbau ein bisschen drin ist, dann weiß man natürlich auch, dass nach der ersten Filter gibt halt eine gekürzte Liste heraus, der nächste Filter arbeitet wieder auf Liste. Das heißt, man hat logischerweise mehr Iterationen, als wenn man einmal die komplette Liste mit allen Bedingungen durchgeht. Und daraus bezieht sich oder ergibt sich natürlich auch die schnellere oder die langsame Laufzeit der einzelnen Attribute. Was sehr interessant ist, dass tatsächlich Streaming auf Listen zu keinem Zeitpunkt empfehlenswert ist. Bei kleinen Listen geht es noch, aber je größer die Liste ist, desto schwieriger wird es. Auch das ist logisch. Denn Arrays sind normalerweise Pointer-Values, auf Pointer kann man sehr schnell zugreifen. Listen sind miteinander verlinkt. Dort hat man meistens irgendwelche Sprünge innerhalb des Speichers, die einfach sehr viel Zeit kosten, je mehr Elemente innerhalb der Liste drinstehen. Und das Gleiche natürlich auch bei PHP. Wer schreibt noch PHP, wer nutzt PHP regelmäßig aus dem Plenum? Da bin ich hier in der falschen Firma, ja, scheinbar, ja. Ja. In der nächsten Firma. Nebenan, da, einmal über den Kanal. Ja,
Ein typisches Konstrukt ist es beispielsweise, dass man in einem Array prüft, ob ein Element existiert oder nicht. Auch hier gibt es entsprechend die in-Array und die is-Set-Funktion, wobei die in-Array deutlich langsamer ist, weil natürlich jedes Element verglichen wird mit dem entsprechenden Stecknadel, wie es im PHP-Bereich hier heißt. Das wird ja immer die Stecknadel und der Heuhaufen. Dort als Attribute angegeben, als Benennung der einzelnen Parameter. Und wenn man natürlich jeden einzelnen Halm von einem Heuhaufen, um die Metapher mal beizubehalten, mit einer Stecknadel vergleicht, dann dauert das halt sehr, sehr, sehr viel Zeit. Wenn man aber ein assoziiertes Objekt hat und prüft, ob dieses assoziierte Objekt entsprechend existiert oder nicht, geht das natürlich viel, viel, viel schneller, weil man einen Index hat. Davon mal abgesehen, dass das Set auch noch deutlich memoriesparsamer ist als ein Array. Auch hier wieder genau, Array mit Pointer ist halt miteinander verkettet. Bei einem assoziierten Objekt im Compiler kann man noch ein paar andere technische Kniffe verwenden. Ja, aber wie häufig verwendet man in dem Fall in Array? Sehr, sehr häufig, und das ist wirklich im Vergleich zu IS-Set maximaler Overhead, was Performance, Effizienz und aber auch Lesbarkeit angeht. Ja, nochmal Daumen hoch, ja, und beziehungsweise Finger hoch und Finger zu. Was auch sehr, sehr, sehr spannend ist, es geht natürlich nicht nur um die Algorithmen, um die Programmiersprache, sondern auch tatsächlich die Version der einzelnen Programmiersprachen können stark differenziert sein. Ja, hier mal eine Seite in dem verlinkten Blogbeitrag ist das sehr gut beschrieben, da möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber hier einmal ein Performance-Vergleich zwischen Java 8 und Java 17 in Bezug auf Streams und wie dieser Methode entsprechend implementiert wurde. Was man an der Stelle sieht, dass Java 8 an den meisten Punkten schneller ist, was sehr, sehr, sehr überraschend ist, denn Java 8 hatte eine enorm grottige Implementierung von Datenstreams. Das war die erste Version, die Streams unterstützt, und das war sehr schlecht implementiert. Mit Java 11 gab es, glaube ich, bei fast allen Stream-Funktionen Faktor 3 mindestens als Verbesserung seitens von der Performance. Mit Java 17 wurde dort nochmal ein deutlicher Rückschritt gemacht. Auch das sollte man unbedingt wissen, gerade wenn man mit Embedded Devices oder Ähnliches arbeitet, dass es gegebenenfalls ja, jetzt fange ich schon Englisch an, besser sein kann, auf einer älteren Java-Version zu arbeiten, anstatt die neueste zu verwenden. Ja, und eins meiner Lieblingsbeispiele sind diese hochgelobten und viel verwendeten Frameworks. Überall kann man irgendwelche Frameworks nutzen, weil sie zwei Zeilen Code sparen, dafür natürlich einen riesen Overhead intern haben. Hier sieht man zum Beispiel die Lodash-Implementierung oder Implementation von einem Each, was ja äquivalent ist zu einem einfachen For-Each, was ja JavaScript bereits in seinen Daten beziehungsweise in seinem Sprachschatz zur Verfügung stellt. Und auch hier wieder, es gibt Webseiten, die genau solche Performance-Messungen von unterschiedlichsten Client-Systemen miteinander vergleichen und benchmarken. Und wir sehen hier, dass Lodash einfach mal um Faktor 10 weniger Operationen pro Sekunde schafft als die Standardimplementation von JavaScript. Und auch das ist einfach sehr wichtig, dass sich das jeder vor Augen mal führt. Wenn man in irgendeiner Art und Weise ein Framework einsetzt, hat man auf der einen Seite natürlich einfache Programmierung, ähnlich ist es bei Java und Kotlin auch. Aber wenn man drüber schaut, ist es eigentlich nur ein Layer zusätzliche Komplexität, von der man nicht weiß, wie die Funktionsweise implementiert wurde. Das heißt, wenn man wirklich performant, zeitkritisch entwickeln möchte, sollte man diese Systeme immer kennen. Aber es geht nicht nur darum, sondern auch im Bereich Datenanalyse, wo es heutzutage ja wirklich kein Problem ist, Millionen und Milliarden von Daten innerhalb von einer Stunde zu verarbeiten. Wenn ja auf einer Milliarde Daten in einer Stunde ein Zeitersparnis von 10% an einer Codestelle hinbekommt oder ein Zeitersparnis von 90%, ja, dann ist das einfach immens. Also nicht nur im Sinne von dem, was ihr entwickelt für euren Kunden, für euren Arbeitgeber, sondern natürlich auch im Sinne von Nachhaltigkeit. Und bei Bedingungen etwas Ähnliches. Wer kann mir denn hier aus dem Plenum sagen, welche Bedingung an dieser Stelle schneller ist? Die If-Else-If-Bedingung oder die Switch-Bedingung? Schizophren ist natürlich die hässlichere, also links. So, und hier kommt nämlich genau der Punkt, depends on, ja, hier kommt nämlich dann wirklich die Erfahrung rein. In dem Moment, wo die Verteilung sehr stark zur ersten Bedingung ist, ist die If-Else-If schneller. Logisch, wenn nur eine Bedingung gemacht ist. Bei der Switch wird ein Binary Tree aufgebaut. Das heißt, jede Bedingung wird genau gleich schnell
angesprochen, was natürlich die Switch für die meisten Anwendungsfälle schneller macht. Eigentlich wäre es der God-Mode, wenn man ein Framework schreibt, was abhängig von den Eingabeparametern dynamisch entscheidet, ob es eine else-if ist, weil er einfach die ganze Zeit mitmisst und selbst entscheidet und im Verlauf der Daten zu einer Switch oder zu einer if-else-if kompiliert oder entsprechend bei einer Skriptsprache direkt interpretiert. Ja. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich die Switch, die schneller ist. Und an der Stelle muss man sagen, dass Code-IDEs wie beispielsweise IntelliJ bei Switch mit wenigen Bedingungen immer sagen, bitte nutze eine if-else-if und es sogar Code-Conditions gibt, die genau das vorschlagen. Was ich als sehr grenzwertig beinhalte, dass man das halt einfach blind so nutzen kann und dann meistens auch umsetzt, weil in IntelliJ braucht man einfach nur rechte Maustaste, Tipp umsetzen und dann hat man praktisch die langsamere Version direkt in seinen Code eingebaut. Ja, und was kann man abschließend sagen, damit wir nicht zu viel in die Technik gehen und nicht zu viel weitergehen? Werdet einfach jeden Tag besser. Wenn ihr eine Frage habt zu einem Compiler, probiert es einfach aus, schaut, was schneller ist, baut euch euer eigenes kleines Benchmarking-Skript, das ist in 10 Zeilen fertig und lasst einfach mal Algorithmen und Logiken, die er programmiert hat, gegeneinander laufen, sowohl mit Blick auf Memory Consumption als auch mit Blick auf Laufzeit und dementsprechend natürlich auch die Auslastung. Das wird euch erfahrungstechnisch zu einem besseren Entwickler machen. Euer Arbeitgeber und euer Kunde wird es euch danken. Ja, und damit vielen Dank. Sehr cool. Vielen, vielen Dank.